Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Herzlich willkommen zu einer kleinen Twilight Fusion Runde und herzlich willkommen zu einem kleinen gemütlichen Laberstelz. Wir fahren erstmal die bestbewertesten Twilight Maps der letzten Woche, glaube ich. Und ich wollte mit euch über so zwei, drei kleine Themen labern. Erstens, es wird wieder heiß in Deutschland. Yes! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere das ja. Und freue mich richtig auf diese kleinen Temperaturen und hoffe, dass wir da irgendwie, irgendwas Schönes unternehmen. So hier in der gediegenen Truppe. Aber darum soll es heute nicht gehen, weil das Hauptthema, was ich habe, ist ein Thema, was wir schon mal auf dem Schirm hatten, was ich aber jetzt, wo habe ich denn das gelesen? Bei The Verge. TheFurge.com. Das ist so ein amerikanisches Technik-Magazin, Online-Magazin. Und dort schreiben die werten Kollegen, dass YouTube noch in diesem Jahr die Bezahlabos einführen möchte. Jetzt ist allerdings, was ich so aus dem Artikel nicht ganz so verstanden habe. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder nur für Musikkanäle oder für alle. Das kam jetzt da, so wie ich fand, nicht heraus. Allerdings muss man sich ganz klar vor Augen halten, warum YouTube das macht. Ich habe, glaube ich, schon mal in einem Hangout drüber gequatscht, aber einfach nochmal, damit wir alle auf einem Stand sind. Man muss sich vorstellen, was YouTube an, ja nicht nur an Kosten hat, sondern auch was YouTube uns bietet. YouTube ist eine mega große Plattform. Ich meine, wenn man sich nur mal den Deutschen, lassen wir mal den ganzen amerikanischen, englischen und das, den ganzen kompletten ausländischen Bereich raus, wenn man sich nur mal den deutschen Bereich anschaut, wie viel Content Creator sich da rumtummeln, wie viele Leute ihre Videos hochladen, egal um was es geht, egal um was es handelt, wie viele Leute einfach auf der Plattform YouTube vertreten sind. Noch nicht mal die ganzen Leute, die das professionell und hauptberuflich machen oder die ihre Lieder darüber vermarkten. Nein, einfach nur die Leute, die einfach nur Bock haben, ja, ein paar Videos auf YouTube hochzuladen. Das sind, ich weiß nicht, sind es Millionen? Ich glaube schon. Also insgesamt mit allem drum und dran, von Schminkies über alle Minecrafter, da ist ja schon fast eine Million. Das ist wirklich irre. Das ist, wie ich finde, wirklich krass. Und wenn man sich vorstellt, das alles stellt YouTube uns so gesehen kostenlos zur Verfügung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir bringen ja auch die Reichweite mit. Natürlich stimmt das in einer gewissen Art und Weise. Aber viele Leute wären ohne diese Reichweite gar nicht erst berühmt geworden. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich jetzt auf meiner eigenen Homepage so viele Leute hätte herbringen können. Man schimpft immer über, was weiß ich, über alle möglichen Leute wird ja geschimpft. Über ein Löwenbaby, über eine Dagi Bee, über, was weiß ich, ein Julians Blog, was weiß ich, über so viele Leute wird gemeckert und gemoppert und es ist ja auch leicht, über die Leute herzuziehen, nur weil man den Content nicht mag. Selbst über meinen Content wird ja gemeckert. Aber es ist ja auch scheißegal. Das ist ja das Schöne bei YouTube. So broadcast yourself. So mach das, worauf du Bock hast und gut ist. Und das macht wirklich, ich glaube, jeder. Jeder macht das, worauf er Bock hat. Okay, der ein oder andere, da nehme ich mich auch nicht voraus. Der lässt sich auch gerne mal durch einen Scheck inspirieren. Seien wir mal ehrlich. Aber letztendlich, sagen wir ganz ehrlich, ich hätte niemals Hazard Ops probiert zu spielen, wenn da nicht jemand gesagt hätte, hey, hast du Bock, das Spiel zu spielen und zu präsentieren, wenn dahinter Geld ist? Gar keine Frage. Ich würde auch nicht Amazon-Verlinkung reinklatschen in die Videobeschreibung, wenn ich dafür keine Kohle kriegen würde. Sind wir mal ganz ehrlich, sagen wir mal so, wie es ist. So, bei einigen Sachen sage ich, okay, das mache ich gerne und das mache ich aus freundschaftlichen Dingen. Aber letztendlich, boah,
ne? Rechnungen müssen bezahlt werden. So. Und jetzt ist es soweit, dass wahrscheinlich noch Ende diesen Jahres ein sogenannter Music Key eingeführt werden soll. Das heißt, dass man, das ist jetzt leider auch nicht aus diesem Artikel rausgekommen, dass man auf jeden Fall Geld dafür zahlen soll. So. Erst nochmal zu YouTube. So viele Leute betreiben YouTube und laden ihre Videos hoch. Und das kostet uns, so gesehen, keinen einzigen Pfennig. So, und das muss man erstmal sagen, das ist erstmal Hammer. Wenn du eine eigene Website hast und den ganzen eigenen Kram, da musst du für zahlen. So, YouTube bietet das alles kostenlos an, was ich, ganz ehrlich gesagt, geil finde. So. Und YouTube bietet auch, und das finde ich auch was Cooles, YouTube bietet uns auch eine Reichweite an. Ich meine, stellt euch mal vor, wie YouTube damals war. Okay, ich will jetzt nicht wieder, dass das Video von Kaboom und mir rauskam. Aber nehmen wir einfach mal einen Monte. So. Ein Monte war damals auf YouTube. Ich weiß noch, da hat Monte mir im Livestream geschrieben, so, hey, danke, dass du mein Gameplay verwendet hast. Da habe ich irgendwann von Monte ein Gameplay verwendet. Ihr könnt mal, wenn ihr es findet, in die Kommentare schreiben, welches das war. Ich weiß es, muss ich ehrlich sagen, nicht. So. Und, ich weiß gar nicht, habe ich ein Gameplay verwendet? Auf jeden Fall hat er mir im Livestream geschrieben, kennst du Montana Black? Und ich sagte, nee, ich guck keine englischen YouTuber, irgendwie sowas. Das war so das erste Mal, wie ich mit Monte quasi konfrontiert worden bin. So, und Monte hat es geschafft, sich in dieser Welt, sage ich mal, einen Namen zu machen. So. Und genauso wie ich es bei mir bezweifle es auch bei vielen anderen, dass diese Leute mit ihrer eigenen Homepage auf einmal so einen Erfolg gehabt hätten. Das bezweifle ich eigentlich bei jedem, wenn YouTube nicht gewesen wäre. Ich meine, dadurch, dass YouTube so eine Plattform ist, wo halt Cross-Promotion groß geschrieben wird, das war natürlich super hier, dadurch, dass YouTube so eine Plattform ist, wo Cross-Promotion groß geschrieben wird, hat man diese Möglichkeiten, überhaupt erstmal noch groß zu werden, was schön ist, was geil ist. Und man zahlt dafür keinen Cent. Das Einzige, was man zahlt, ist, dass man sagt, okay, man schaut die Werbung davor. Jetzt kann man wieder über Moral reden mit Adblocker und hin und her und bla und blups. Möchte ich gar nicht drüber quatschen. Ich möchte einfach nur darüber sagen erstmal, dass Kosten, das sind Millionen von Euronen, Millionen von Euronen, die da reingeklatscht werden. Das ist eigentlich, muss ich auch mal sagen an dieser Stelle, eigentlich scheiße, dass ich sowas bei einem Twilight-Gameplay belabere. Aber ich fand das wichtig, dass wir einfach mal drüber reden. So, jetzt soll auf jeden Fall bis Ende des Jahres dieser Musik-Key eingeführt werden, wo man dann halt, ich weiß noch nicht, wie sie es machen wollen, Musik nur gegen Kohle sehen kann. Beispielsweise. Und dann sind wir auch nicht mehr so weit davon entfernt, dass wir Geld dafür nehmen für unsere Videos. Jetzt muss man natürlich auch sagen, okay, wie lohnt sich das für einen YouTuber? Nehmen wir einfach jetzt mal einen Monte. So, keine Ahnung. Es war damals, hieß es irgendwie, ein Abo würde 10 Euro im Monat kosten. So, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man kriegt 30 Videos mindestens, oder bei mir sind es 30, bei anderen Leuten sind es natürlich ein paar mehr, ein paar weniger. Man zahlt dafür 10 Euro im Monat. So, das ist natürlich eine Menge Kohle. Und viele sagen jetzt, ne, dann verpisse ich mich. So. Ja, mag sein, aber es gibt sicherlich ein paar Leute, die sagen, hey, das ist mir der Monte wert. Wenn man mal einfach nur einen Stream schaut, wie viele Leute ja einen Sub da lassen, wie viele Leute eine Spende da lassen. Es gibt auf jeden Fall Leute, denen das wert ist. So, die sagen, hey, der Zehner ist mir die Unterhaltung wert. Jetzt sagen wir einfach mal, das sind 200 Leute. Dann sind das buftig 2000 Euro.
So, und jetzt nimmt man einen YouTuber, der ein bisschen gehypt wird und rechnet nicht mal 200, sondern rechnet mal 2000. Und zack, sind wir in Dimensionen, wo man schon wieder sagt, wow. So, das heißt, auf der einen Seite sagt mein Unternehmerinstinkt, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, mein Überlebensinstinkt vielleicht auch, das kann mega lukrativ werden. Selbst für kleine Kanäle, wenn man sich vorstellt, ein kleiner Kanal macht 20 Subs, das ist ordentlich Patte. Das Problem ist allerdings, dass dann YouTube verkommt, dass dann jeder sagt, ey, hier, subscribe mich, mach das, mach dieses, mach jenes. Also, da gehört ein so dermaßen krasses Fingerspitzengefühl ran, was ich nicht haben möchte. Ich hab schon überlegt, was würde ich machen, wenn ich jetzt auf YouTube wäre und hätte was zu sagen. Ich wär irgendwie einer derjenigen, die bei YouTube was bestimmen würden. So, die Idee auch für YouTube ist mega interessant. Ist mega interessant, weil die Hälfte davon... Stimmt, Entschuldigung, ich hab mich gerade eben vertan. Die Hälfte davon soll ja an YouTube gehen. Die müssen ja auch was davon haben. So, vielleicht kriegen sie es dann über ein Netzwerk hin, dass du beim Netzwerk ein bisschen mehr kriegst. Ist ja auch scheißegal. So. Also ein bisschen was davon geht an YouTube. Wenn es 50% sind, ist es immer noch eine richtig krasse Summe, die man damit verdienen kann. So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch meine Leute, wo ich Geld zahlen würde. Muss ich ehrlich sagen. Weil die Leute mich einfach unterhalten. Allerdings, das ist auch etwas, erwarte ich dann mehr. Ich erwarte einfach, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr für mein Geld. Also als irgendwie so ein Video, sondern ich will dann wirklich alles Mögliche schön haben. Ich will einen vernünftigen Schnitt sehen, ich will das sehen und hier, tralala. Andere Seite, das zerstört diesen Gedanken, broadcast yourself, weil alles läuft nur noch darauf ab, sich bombastisch zu vermarkten. Und dann heißt es nicht mehr, hey, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen, oder wenn ihr mehr davon sehen wollt, hinterlasst einen Daumen, sondern dann heißt es, hey, wollt ihr sowas sehen? Dann subscribed. So, und das finde ich dann wiederum assi, dass unsere Reichweite genutzt wird, um so viel Kohle zu scheffeln. Also es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, wo man wirklich sehr vorsichtig sein muss. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, angenommen, ihr habt so eine Art YouTube-Karte, die ladet ihr auf und ihr zahlt für jeden Aufruf, ich sag mal 5 Cent. 5 Cent für ein Video. Finde ich vollkommen in Ordnung. So, dann lade ich da einen Zehner auf und hab meinen Spaß damit. Hab richtig meine Laune davon. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich kann jetzt da hingehen und kann einfach sagen, so, hey, ja, alles klar, pass auf, ich kann mir jetzt gemütlich, was weiß ich, 200 Videos anschauen. Das ist geil. So, jetzt stellt man sich vor, ein Video beispielsweise, keine Ahnung, wo Gundam Style jetzt ist, hat 2 Millionen Aufrufe. Dann weiß man aber, und das ist, glaube ich, etwas, was YouTube nicht haben möchte, dann weiß jeder, oh, dieses Video hat so und so viel Geld eingebracht. Und das ist, glaube ich, etwas, wovor YouTube Angst hat. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Meiner Meinung nach. Also ich denke, das wäre sogar noch die vernünftigste Methode. Und genau diese Methode, da schließt sich jetzt der Kreis. Ich glaube, dass irgendwann diese Methode im Gaming-Bereich greifen wird. Und zwar, dass man, ich sag mal, seine Konsole oder seinen PC zu Hause hat und man greift dort auf ein Netzwerk zu. Und letztendlich spielt man diese Spiele ganz normal. Man kann sie runterladen, das kostet alles nichts, aber man zahlt für die Zeit, die man online ist.
oder die man das Spiel spielt. Und zwar effektiv. Also natürlich wird es dann auch wieder vorsichtig, oder muss man da auch wieder vorsichtig sein, dass wenn einer jetzt mal AFK ist oder wenn was weiß ich, das Internet abschmiert oder so. Das muss alles noch entwickelt werden. Aber ich glaube, das wird die Zukunft sein. Und ich glaube, dass wir jetzt... Ich weiß auch nicht, wie wahrscheinlich der Artikel ist. Es klang, so wie ich es gelesen habe, schon ziemlich ernst. Und Alternativplattformen gibt es meiner Meinung nach nicht. Weil, was wird es nehmen? Dailymotion, Clipfish? Was haben wir noch? MyVideo? Also, jetzt kann man natürlich auch meckern so und sagen, so, hey, die Leute mit Adblockern machen unsere Videos kaputt oder versauen das Ganze. Nicht nur. Und das ist auch was enorm krass ist, wenn man sich das vorstellt. Und zwar jede Werbung vor den Videos muss ja erstmal eingekauft werden. Da muss ja irgendwo ein Unternehmen sein, die sagen, hey, wir sind bereit, bei einem Commander Krieger, bei einem Unge, bei einem Montana Werbung zu schalten. So. Man weiß, ein Commander Krieger, der hat eine andere Zuschauerschaft als jetzt jemand, der klassische Musik als Beispiel auf seinem Kanal hat. So, warum? Klassische Musik hören sich halt ältere Leute an. Und Gaming-Content und diese oder Beauty-Sachen, diese ganzen Vlogs und Pipapo, das schauen sich recht junge Leute an. So, genauso geht es halt in der Werbeindustrie da lang. Oder genauso ist es halt in der Werbeindustrie. Die Leute wissen, okay, das Video schauen im Schnitt, ich sage jetzt mal 17-Jährige. So, wie viel Einkommen hat ein 17-Jähriger im Schnitt? Ein durchschnittlicher 17-Jähriger hat, was weiß ich, keine Ahnung, 700 Euro Einkommen. 600, 500, keine Ahnung, wenn überhaupt. So, ein 40-Jähriger, der sich die klassische Musik anhört, hat im Durchschnitt ein Einkommen von 2.300 Euro. Das heißt, der hat grundsätzlich schon mal wesentlich mehr Potenzial, den Artikel, den er gerade in der Werbung sieht, zu kaufen. Das heißt, das Unternehmen ist natürlich bereit, dafür mehr Werbung reinzuhauen, als die Werbung, die ihr jetzt gerade gesehen habt. Weiß nicht, was da gerade läuft, ob Nivea oder was weiß ich, keine Ahnung. Das ist ja auch Wumpe. Das ist ja auch der andere Punkt. Deshalb gehen ja YouTuber überhaupt erstmal hin und machen Produktplatzierungen. Weil Produkte sagen, hey, ich möchte gerne, dass dieser YouTuber für mich wirbt. Ich kann mich mit dem Statement, mit dem YouTuber identifizieren. Natürlich, manchen geht es nur um die Reichweite, aber es gibt auch Unternehmen. Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem eine Nachricht bekommen, wo mir einer geschrieben hat bezüglich der Cookie-Sache, dass er meine Meinung sehr gut teilen kann oder sehr gut findet und dass er gerne mit mir zusammenarbeiten möchte. Und das war halt auch ein festes Unternehmen. Und so prägt man halt das Ganze. Das wäre jetzt ein Unternehmen, ich weiß jetzt nicht, ob die einen Fedor angeschrieben haben, ist mir auch egal. Aber so ein Unternehmen, wo die Unternehmen schreiben dann einen an und sagen, hey, das Statement, was du gibst, so wie du dich gibst in den Videos, das gefällt uns. Das möchten wir gerne quasi auch als Aushängeschild für unseren Kanal haben, für unser Produkt haben, für unser Spiel haben, etc. Bei anderen geht es dann auch nur um die Reichweite, zu sagen, hey, wie viel Leads kannst du generieren, also wie viele Aufrufe, wie viele Kontakte. Das ist halt so die Werbeindustrie, wenn ihr wollt. Kann ich da gerne mal ein eigenes Video drüber reißen. Also dann schreibt mir jetzt in die Kommentare, wenn ihr sowas interessant findet, wenn ich da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern soll. Wenn ich das machen soll, sagt mir mal Bescheid. So, und ich weiß nicht, ob das Ganze in eine gute Richtung geht oder in eine schlechte. Fakt ist, wir müssen diese Richtung akzeptieren und hinnehmen. Und ich bin mal wirklich auf eure Meinung gespannt, wie ihr darüber denkt. Ich glaube,
Ich glaube, dass ich hierüber auch nochmal ein eigenes Video machen muss. Einfach, weil ich das jetzt so bei Trials... Ja, dann kommt man an Hindernissen, dann... ihr wisst, was ich meine. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin jetzt raus. Fand das ein ziemlich interessantes Thema. Und vielleicht gibt es heute Abend noch ein Frag CK. Müsst ihr ja mal schauen, ob das auf Twitter angekündigt ist. So, gut Schuss in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Euer Commander Krieger. Tschüss.